Kopfkino bei Hör mal zu. Danke für dein Like. Meine Enkelsöhne sind genug bestraft worden. Ich höre nur sehr selten von ihnen. Ich nehme an, Sie wollen mir Ihre Misere ersparen. Und dieses Monster, der Mann, der verantwortlich ist für Ihr Unglück? Er lebt und atmet noch, Mr. Holmes. Auf seinem Gesicht ein freches Lächeln und ein Herz so hart wie Stein. Sie hätten mich früher rufen lassen sollen. Hätte ich nur früher von Ihnen gewusst, Holmes. Ein Freund nannte mir Ihren Namen. Er hat großen Respekt vor Ihnen, weil Sie ein Mann mit Sinn für Gerechtigkeit wären. Holmes, ich hoffe, Sie mögen Gedichte. Auf dem Deckblatt. Come, Devil. Mhm. Ich hoffe, dass Ihnen dieser Hinweis in der Sache weiterhelfen wird. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe Sie nicht meinetwegen rufen lassen, Mr. Holmes. Dafür ist es bereits zu spät. Ich will nur verhindern, dass anderen Menschen dasselbe geschieht. Bei dem Gedanken, wie dieses Haus von den Stimmen der heranwachsenden Knaben wiedergehallt haben muss, umfing mich eine große Traurigkeit. Wir haben einen Kerl, der mit einem lächelnden Gesicht und einem Herzen aus steinschwache Menschen quält. Ein gewiefter Erpresser. Ich hörte Gerüchte über ihn. Doch niemand erwähnte seinen Namen. Ich habe in den Zeitungen nichts davon gelesen, nicht einmal andeutungsweise. Ach. Haben Sie Ihre Notizen zur Hand? Sie hat zwei Enkelsöhne. George, der Ältere, das ist der Vicomte Croft, wurde in verfänglicher Situation erwischt. Von dem Dreierspiel las man in den Zeitungen. Man lockt erst einmal einen Herrn in das Bett einer Prostituierten. Dort wird er dann in flagranti erwischt. Daher kommt der Name. Wie gewöhnlich hat die Presse sehr schlampig recherchiert. Die Frau war eine Schauspielerin, so weit, so gut. Doch er wurde nicht in flagranti erwischt. Mrs. Hudson! Seine Frau kommt aus einer sehr vornehmen Familie. Ein gefundenes Fressen für die Presse. Und sein Bruder? Edward? Oh, um seinen Bruder zu rächen, ging er mit einem Revolver bewaffnet zu dem Komplizen. Sein Name ist, Fike. Der Bruder nahm den Revolver und schoss ihm ins Gesicht. Der Mann hat überlebt, aber eine tiefe Narbe zeichnet sein Gesicht. Er verschwand nach dem Prozess. Wenn wir ihn finden, wird er uns zu unserer Beute führen. Fühlen Sie sich nicht wohl? Ich kann mich nicht Dann bringen mehr. Sie das raus. Sie wissen, ich hasse Kohlgeruch. Aber sicherlich kennen die beiden Brüder ihren Erpresser. Wegen des Skandals hat der ältere Bruder das Land verlassen. Edward folgt ihm nach Verbüßung der Strafe. Sie leben verarmt in Frankreich. Auf Wiedersehen, Mrs. Hudson. Danke. Prinz Murat beabsichtigt, die Baroness von Egerlop zu heiraten. Er hat seine erste Frau, Prinzessin Malay de Wagram, vor 10 Jahren verloren. Lord Rosebery ist zum großen Festessen der Messerschmiede in Sheffield eingeladen worden. Sie geben sich keine Mühe. Also wirklich, Holmes. Seit heute Morgen um 9 lese ich Ihnen aus den Zeitungen vor, aber Sie zeigten bisher auf keinen Artikel eine Sobald Reaktion. Sie etwas vorlesen, was meine Aufmerksamkeit erregt, werde ich auch bestimmt reagieren, Watson. Hier, das ist interessant. Lord Hawks reist mit seiner Cricketmannschaft im nächsten Monat nach Philadelphia und Toronto. Was verstehen die Leute auf diesem Kontinent von Cricket? Die ehrenwerte Miss Miles löst 2 Tage vor der Hochzeit ihre Verlobung mit Colonel Dorking. Besonders wichtig in der Modewelt der Damen ist kommenden Winter der Kopfschmuck. Das ist Lestrade. Mein Offiziersbursche hat den Brief gerade abgegeben, Sir. Sehr gut. Ich weiß aber gar nicht, ob er da ist, Inspektor. Inspektor! Mr. Holmes?
Sie wissen, weshalb ich komme. Sagen Sie es mir bitte. Ich komme wegen des Briefes. Er kam in diesem Umschlag an. Er ist aus den Räumen von Colonel Darkin gestohlen worden und wurde vor nicht einmal 20 Minuten, Dr. Watson, hier vor der Tür ausgehändigt. Dürfte ich Sie fragen, ob Sie ihn haben? Er wurde hier abgeliefert, ja, aber nicht gestohlen. Es handelt sich um eine persönliche Nachricht an mich. Um Beweismaterial. Der Colonel ist tot. Das wissen wir. Durch eigene Hand. Ein Verbrechen ist wohl auszuschließen. Und warum sind Sie so sicher? Weil sein Brief es beweist. So. Und warum schreibt er einen Brief an Sie, Holmes, wenn er einen Selbstmord begehen will? War der Colonel Ihnen bekannt? Ich habe ihn nie getroffen. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Doch besser ist, Sie geben ihn gleich her. Er wird Ihnen nicht helfen. Offenbar hatte er diesen Brief nach Vorsicht zu engagieren. Aber dann überlegte er es. Und starb wie ein Offizier. Was hat er nur gemeint mit... Also, was wollte er andeuten? Wir werden es nie erfahren. Er war doch schließlich verlobt und hat bald heiraten wollen. Das kam ja schon leider sehr oft vor. Und passiert doch immer wieder. Da bin ich mir ganz sicher. Sie meinen also, es war Erpressung, nicht wahr? Gut kombiniert. Ihren Sarkasmus können Sie sich sparen, Mr. Holmes. Ich weiß, Sie tappen genauso im Dunkeln herum wie ich. Was die Identität des Erpressers angeht. Aber ich weiß genau. Dorking war nicht sein erstes Opfer und bestimmt versuchte er es wieder. Auf Wiedersehen, Sir. Aber ich werde doch davon erfahren, wenn Sie etwas hören. Ich machte einen großen Fehler und brauche sofort Ihre Hilfe. Zu dumm, dass er den Namen des Erpressers nicht genannt hat. Er hat. In seinem Brief war das hier. Charles Augustus Milverton. Appledore Towers, Hampstead, Kunsthändler. Camouflage. C-A-M. Camden. In meiner Laufbahn hatte ich es mit 50 Mördern zu tun. Aber niemals war ich von einem derart tiefen Gefühl von Abscheu ergriffen. Wie bei Charles Augustus Milverton. Milvertons Höhle. Eine Festung. Das war zu erwarten. Er lebt in einem Gefängnis. Ein Menschenverächter, würde ich sagen. Was denken Sie, machte Milverton dazu? Er war bestimmt als Kind sehr isoliert. Zu wenig Zuwendung. Er ist bestimmt in irgendeinem Londoner Vorort aufgewachsen. Warum nicht in Soho oder am Leicester Square? Trotz aller Lasterhaftigkeit findet man in diesen Bezirken noch Wärme, Güte und Menschlichkeit. Eine interessante Beobachtung. Milverton. Ich habe eine Aufgabe für Sie, wenn Sie Lust haben, und zwar den Besuch einer Galerie. Und was machen Sie? Denken Sie nicht, dass die ehrenwerte Miss Miles eher einen Besuch verdient, wo Colonel Dorking in seinem Brief schrieb, dass er Ihre Hilfe... Das ist vorbei, Watson. Wir müssen alles daran setzen, sein nächstes Opfer schnell aufzuspüren. Ich spioniere also heute Abend Milverton aus. Und wir müssen herausbekommen, welchen Ruf er bei anderen hat. Soll ich ihn in ein Gespräch verwickeln? Ja, aber seien Sie vorsichtig. Moment. Ja? Das Mädchen möchte sich wegen der Stelle vorstellen. Ah, gut. Kommen Sie her. So, was willst du mir denn verkaufen, mein Kind? Und wie heißt du? Lily, Sir.
Ah, Lady Eva Blackwell. Mhm. Ich hoffe, ich werde nie wieder ein so berechnendes und unaufrichtiges Lächeln wie das von ihm sehen. Charles Augustus. Er ist mir als ein ausgezeichneter Kunstkenner beschrieben worden. Ein Geschäftsmann, der jedem Künstler zu einem Vermögen verhelfen kann. Wenn er sich ihm anvertraut. Dieses Geschöpf der Hölle. Er ist Mitglied in einer Reihe von Londoner Clubs. Ich nehme an, das liegt daran, dass man nicht wagt, ihn nicht aufzunehmen. Der Diogenes schon. In diesem Club ist mein Bruder Mitglied. Ich hörte von ihm, dass er sich dort vorstellte, doch er bekam eine Abfuhr. Ihr vornehmer Erpresser wurde in Balham geboren. Als einziges Kind eines Glasers und seiner Frau. Ihre Informationsquelle? Oh, verschiedene Quellen. Ich wandte Ihre Methoden an. Wie lief es bei Ihnen? Ich war in der Festung. Ich habe eine Klempnerfirma gegründet. Der Name ist Escott. Der Butler, der sich Hepworth nennt, ist niemand anderes als Wyke, der Lakai, dem ins Gesicht geschossen wurde. Da bin ich ganz sicher. Vielleicht hat Milverton ihn ja als Belohnung für sein Schweigen während des Croft-Skandals eingestellt. So war es wohl. Holmes, ich habe eine Idee. Ich glaube, es gibt einen Weg, diesen Milverton zu überführen. Wir müssen ihn verleiten, jemanden zu erpressen, der unschuldig ist. Tut Milverton das, könnten wir ihn schnappen. Also nehmen wir mal an, dass jemand an mich indiskrete Briefe geschickt hat. Von wem bekämen Sie denn solche Briefe? Von jemandem, den wir kennen. Und Sie als Klempner verkaufen sie an Milverton weiter. Wenn das Geld übergeben wird, wird Lestrade ihn einfach festnehmen. Rechtlich gesehen sind uns die Hände gebunden. Bis ein Erpressungsopfer bereit ist, den Mann bei der Polizei anzuzeigen und seinen Ruf riskiert. Es muss doch einen Weg geben, diesem Teufel irgendwie beizukommen. Es gibt einen. Milady haben Besuch. Lady Blackwell erwartet mich, Johnson. Der Earl of Dovercourt, Milady. Jetzt hören Sie doch schon mit diesem Theater auf. Liebling, das ist Mr. Milverton. Erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Was führt Sie hierher? Was mich hierher führt? Sollen wir seine Lordschaft in unser kleines Geheimnis einweihen, Lady Eva? Nein. Gut, wie Sie wünschen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Er zerrt an den Nerven seiner Opfer, um seinen ohnehin schon prallen Geldbeutel noch weiter zu füllen. Er ist das widerlichste Subjekt, das in London herumläuft. Wie schlüpfrig das vor sich hinkriecht. Ja, haben wir denn nichts Besseres zu tun, als hier herumzustehen, Holmes? Machen Sie doch einen Vorschlag. Wir sollten die Flucht nach vorn antreten, ihn herausfordern. Erst denken, dann zuschlagen. Inzwischen wird er genau wie die hier unbarmherzig seine Opfer erdrücken und verschlingen. Und wir tun nichts, um ihn daran zu hindern. Holmes! Ich denke, es wird Sie interessieren, dass ich seit kurzem verlobt bin, Watson. Ach ja, gratuliere. Mit dem Hausmädchen von Milverton. Mit wem bitte? Ich brauchte Informationen. Diesmal sind Sie wohl ein bisschen zu weit gegangen. Aber dieser Schritt war leider notwendig. Wir haben uns öfter unterhalten. Es ist wunderschön gewesen. Was soll aus ihr werden? Es war unvermeidbar. Tja, bei diesem Fall steht so viel auf dem Spiel, dass sich so etwas leider nicht vermeiden lässt. Ich habe glücklicherweise noch einen hasserfüllten Rivalen, der sie mir ausspannen wird, wenn ich ihr den Rücken kehre. Was für ein herrlicher Tag. Ihnen gefällt dieses Wetter? Sie ist da. Mein Vater starb, als ich 12 war. Meine Mutter zog es vor, weiter draußen auf unserem Landsitz zu wohnen. Lord und Lady Swinstead haben mich dann aufgenommen. Und voriges Jahr haben sie dann meine Ballsaison hier arrangiert.
Geben Sie mir Ihre Handschuhe. Mrs. Hudson, was wollen Sie denn schon wieder hier? Sie waren heute noch nicht draußen, Mr. Holmes. Und man muss kein Detektiv sein, um zu sehen, dass die junge Dame hier noch vor kurzem bettlägerig war. So ist es doch, nicht wahr? Hier, damit Sie wieder rosige Wangen bekommen. Vielen Dank. Die Brühe ist eine sehr gute Idee von Ihnen. Mrs. Hudson, Sie können wieder gehen. Verschwinden Sie! Er war meine erste Liebe. Er ist der Sohn der Nachbarsfamilie, also in Suffolk. Wir passten aber nicht zusammen, wissen Sie. Er ist nicht aus guter Familie. Vor einem Jahr ging ich nach London. Damals habe ich mich dann von ihm getrennt. Ich wusste nicht, dass ich ihm damit so wehtun würde. Er schickte meine ganzen Briefe zurück. Ich habe die Briefe immer in meiner Schatulle verwahrt. Gut. Aber was ist der Inhalt dieser Briefe? Alles nur kindisches Geschwätz. Aber offenbar genug, dass Zweifel aufkommen bei Ihrem zukünftigen. Harry ist furchtbar stolz auf mich. Ich muss sagen, ich habe doch manches Mal Angst, den Erwartungen nicht gerecht zu werden, die er an mich hat. Ein furchtbares Gefühl. Und Ihr Hausmädchen hat diese Briefe gefunden? Lily, ja. Ich vertraute ihr. Ich kann immer noch nicht fassen, dass sie mich betrogen hat. Woher wusste Lily etwas von Milverton? Ich glaube, sie muss auf ihn gekommen sein, als meiner Freundin Briefe durch ihn zugestellt worden sind. Charlotte. Ihre Hochzeit mit Colonel Dawkins stand kurz bevor. Also der Inhalt von diesen Briefen ist überaus schockierend gewesen. Lily und ich waren damals dabei, als sie diese Briefe bekommen hat. Wenn ich daran denke, dass mir jetzt das gleiche Schicksal bevorsteht. Alles wird wieder gut werden, Lady Eva. Aber was kann man tun? Denn am 12. schon soll die Hochzeit sein. Er will das Geld. Er will die gesamte Summe schon am 8. von mir haben, 4 Tage vor meiner Hochzeit, am Tag des großen Balls. Ach. Lord Dovercourt hat eine große Hochzeitsfeier arrangiert. Er hat halb London dazu eingeladen. Mir graut davor. Wenn Sie sich mir anvertrauen, dann werde ich Milverton mitteilen, dass ich von Ihnen beauftragt worden bin, für Sie die bestmöglichen Bedingungen auszuhandeln. Meine Mittel sind begrenzt, Mr. Zum Verhandeln werden Sie reichen. Ich kann bei Ihnen nicht mit leeren Händen auftreten. Lady Eva, Sie müssen Mr. Holmes vertrauen. Und vor allen Dingen auch seinen Methoden. Mrs. Hudson wird Sie hinausbringen. Es wird schon werden. Hören Sie, diese junge Dame muss mit großem Taktgefühl behandelt werden. Oder sind Sie der anderer Meinung, Mr. Holmes? Es muss Sie großen Mut gekostet haben, alleine herzukommen. Ich glaube, dass Lady Eva und das Hausmädchen von Milverton sehr viel gemeinsam haben. Und das wäre? Kraft. Sind Sie soweit? Ja. Mr. Sherlock Holmes? Ja. Der Herr dort, kann man auf seine Diskretion vertrauen? Dr. Watson ist mein Freund und Partner. Ich habe nur im Interesse Ihrer Klientin gefragt. Ich hoffe, Sie verstehen. Immerhin ist diese Sache äußerst heikel. Dr. Watson weiß von der Sache. Darf ich? Oh, vielen Dank. Dann kommen wir am besten gleich zum geschäftlichen Teil. Sie sagten in Ihrem Brief, dass Sie im Auftrage von Lady Eva handeln. Sind Sie bevollmächtigt, meine Bedingungen zu akzeptieren? Dürfte ich fragen, welche Bedingungen? 7.000 Pfund. Und die Alternative? Mein Herr, es ist mir sehr unangenehm, Ihnen das zu sagen, aber Ihnen sollte klar sein, dass die ganze Sache von mir mit äußerster Sorgfalt eingefädelt worden ist.
Und habe ich das Geld am 8. nicht, dann wird die Hochzeit am 12. bestimmt nicht stattfinden. Natürlich sind wir mit dem Inhalt dieser Briefe vertraut. Wir werden unserer Klientin empfehlen, ihrem zukünftigen Ehemann alles zu erzählen und an seine Großmut zu appellieren. Offenbar kennen Sie Lord Dovercourt noch nicht. Was macht diese Briefe denn so gefährlich? Ha! Die Briefe sind äußerst pikant. Die Dame hat eine lebhafte Fantasie. Aber ich fürchte, der Earl of Dovercourt wird an diesen Briefen wenig Gefallen finden. Aber wie Sie wollen, ich habe nicht vor, Sie zu beeinflussen. Wenn Sie es für richtig im Interesse von Lady Eva halten, wäre es gewiss, dumm zu bezahlen. Immerhin verlange ich ja eine... Sie greifen vor. Angesichts einer so delikaten Sache möchten wir einen Skandal selbstverständlich vermeiden. Ach, ich habe doch gewusst, dass Sie zu dieser Einsicht gelangen würden. Die Summe, die von Ihnen gefordert wird, übersteigt Ihre Möglichkeiten bei weitem. Geben Sie die Briefe für die vorgeschlagene Summe zurück, denn mehr können Sie nicht verlangen. Was Sie über die Vermögensverhältnisse von Lady Eva sagen, das mag ja wahr sein, doch Ihre bevorstehende Hochzeit ist, glaube ich, für Ihre Verwandten und Freunde ein passender Augenblick, ihr ein bisschen unter die Arme zu greifen. Warum sollen sich diese Leute denn den Kopf zerbrechen über das richtige Hochzeitsgeschenk? Meinen Sie nicht auch, dass ihr dieses kleine Bündel Briefe mehr Freude bereiten wird als sämtliche Butterdosen Londons zusammengenommen? Absolut unmöglich. Es ist absolut unmöglich. Ach, Herr Jemini, es ist wirklich zu schade. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lady Eva gut beraten ist, wenn sie es nicht zumindest einmal versucht. Schauen Sie sich das einmal an. Dieser Brief gehört... Ach nein, ich denke doch, es ist nicht ganz fair, Ihnen vor morgen früh zu sagen, wem der Brief gehört. Denn morgen früh erst wird er in der Hand Ihres Mannes sein. Nur weil sie nicht bereit ist, eine kümmerliche Summe zu bezahlen, was ihr überaus leicht fallen würde, wenn die betreffende junge Dame nur ein paar ihrer Diamanten einfach zu Geld machte. Zu dumm? Vielleicht ist Ihnen kürzlich eine kleine Meldung in der Morning Post aufgefallen. Das unerwartete und bedauernswerte Ende der Verlobung von Colonel Darking und Miss Miles betreffend. Ja. Die Sache fand ein tragisches Ende. Sowas kommt einem Mord gleich. Was haben Sie dazu zu sagen, Mr. Milverton? Wie ein Mann sich in so einem Augenblick verhält, das ist vollkommen seine Sache. Ich habe nichts damit zu tun, Sir. Was Sie eben sagten, ist die reine Frechheit. Sie allein! Sie sind für seinen Tod verantwortlich. Es ging um einen völlig lächerlichen Geldbetrag. Tatsächlich, mit 1200 Pfund wäre damals diese ganze Affäre erledigt gewesen. Überaus schade, nicht wahr? Und ich stelle fest, dass Sie, Mr. Holmes, ein Mann von Welt, sich als Pfennigfuchser gebärdet. Während die Zukunft Ihrer Klientin völlig in Ihrer Hand liegt, ich darf sagen, das überrascht mich schon ein wenig. Der Betrag kann nicht beschafft werden. Für Sie wäre es doch sicherlich besser, diese nicht unbedeutende Summe anzunehmen. Warum wollen Sie Lady Evas Zukunft ruinieren? Sie haben doch rein gar nichts davon. Das ist ein Irrtum, mein Herr. Ihre Bloßstellung würde mir ganz bestimmt indirekt von allergrößtem Nutzen sein. Ich habe zurzeit 8 oder 10 ganz ähnliche Fälle in Vorbereitung. Ich werde als nächstes an Lady Eva ein Exempel statuieren. Sowas spricht sich gewiss ganz schnell herum. Die anderen werden dann sicherlich meinen Argumenten leichter zu folgen wissen. Begreifen Sie? Zeigen Sie uns diese Briefe. Mr. Holmes, ich habe bedeutend mehr Originalität von einem Mann wie Ihnen erwartet. Das haben vor Ihnen schon viele bei mir versucht. Zum Beispiel der junge Edward Croft. Edward Croft? Ihren Diener Wyke traf die Kugel, die für Sie bestimmt war. Sie haben sich offenbar schon umgehört. Also müssen Sie auch wissen, dass ein Angriff auf mich noch niemals Erfolg hatte. Ich bin bis zu den Zähnen bewaffnet und zwar zu jeder Zeit, versuchen Sie es nur... Denn ich bin immer bereit, von den Waffen Gebrauch zu machen, weil das Gesetz stets auf meiner Seite ist. Möglicherweise bekommen Sie Gelegenheit, Ihr Versprechen anzulassen. Ist der zu Hause? Mr. Holmes hat gesagt, er will auf keinen Fall gestört werden. Kommen Sie später wieder hinaus. Mrs. Hudson, ich will nicht gestört werden. Da hören Sie es selbst. Mr. Holmes, Sie werden mich doch bestimmt nicht für so dumm halten, dass ich meinen Lebensunterhalt einfach so bei mir trage. Ich wollte mich nur vergewissern. Also dann, meine Herren, ich muss heute noch ein paar Verhandlungen führen. Und es ist ein weiter Weg nach Hampstead.
Holmes, ich bin durchaus ein Kunstliebhaber. Aber meinen Sie nicht, dass es nach der gestrigen Begegnung besser ist? Kunst ist Balsam für den Verstand. Vor allem im Moment der Entscheidung. Wir haben einiges über Milverton erfahren. Er ist skrupellos, doch eine Offenbarung ist das nicht. Wir wissen, dass er eitel ist, also in gewisser Weise sehr verwundbar. Dass seine Kutsche beschädigt worden ist, hat ihn offenbar sehr getroffen. Solche Schwächen müssen wir ausnutzen. Wollen Sie zum Vandalen werden? Wir nutzen jede Schwäche von ihm. Ah, ich wünsche einen guten Tag, Mr. Stokes. Ich habe gesagt, ich will nicht gestört werden. Was ist denn? Ein Mr. Sherlock Holmes möchte Sie sprechen, Sir. Oh, Aggie, du rührst mein Herz. Mr. Holmes? Ich komme, um Ihnen mitzuteilen, dass meine Klientin ihre Bedingungen akzeptiert. Sie handelt äußerst klug, wenn ich das sagen darf. Sie bittet um einen kleinen Gefallen. Und der wäre? Die Übergabe der Briefe soll erst am 9. stattfinden, da am 8. zu einer großen Gesellschaft geladen ist. Deshalb ist sie momentan zu beschäftigt. Die Gesellschaft, ja. So, dann bringen wir das Geschäft um 10 Uhr am folgenden Morgen zum Abschluss. 7.000 Pfund. Wie Sie verlangten. Hier oder in der Baker Street? Hier, Baker Street. Vielleicht besser auf neutralem Gebiet. Der Diogenes Club. Sie sind doch Mitglied, oder? Sie erlauben? Dieser plötzliche, unerwartete Umschwung. War das etwa Ihre Idee? Ich konnte meine Klientin nicht einfach in ihr Unglück laufen lassen, Mr. Milverton. Sie sind der Sieger. Mein seliger Mann und ich waren für Sie eine zweite Familie. Das ist der Grund, warum ich Sie aufsuche. Dieser Mann, der Sie erpresst, wie heißt er? Charles Augustus Milverton. Er ist ein Kunsthändler. Ja, ich hörte bereits von ihm. Dieser Mann schreckt vor nichts zurück. Er lebt von schmutzigen Gerüchten. Und Mr. Holmes, wie beurteilt er diesen Fall? Wie immer weiht er niemand in seinen Plan ein. Doch ich bin mir sicher, Holmes hat irgendetwas vor, Milady. Ah, Holmes. Lady Swinstead ist bereits über alles in Kenntnis gesetzt. Wir haben jetzt keine Zeit zu verlieren. Mr. Holmes. Wenn Geld ein Problem sein sollte, dann... Nein, bemühen Sie sich nicht. Können Sie einen Erfolg garantieren? Das zu garantieren wäre dumm, Lady Swinstead. Doch ich versichere Ihnen, ich gebe immer mein Bestes. Dann werde ich mich damit zufrieden geben müssen. Es muss dafür gesorgt werden, dass er schweigt. Kennt die Dame Milverton? Mit Namen? Ja, ich habe ihn ihr genannt. War das verkehrt? Watson, diese Rechnungen hier müssen endlich bezahlt werden. Ich vergesse, ich habe uns Einladungen besorgt für die Gesellschaft, die Lord Dovercourt veranstaltet. Das Haus liegt einige Meilen außerhalb Londons, aber das tut meinem Plan keinen Abbruch. Welchem Plan? Ich werde noch in derselben Nacht in Milvertons Haus einbrechen. Einbruch, mein Gott, bedenken Sie, was Sie tun, Holmes. Betrachten wir es einmal völlig nüchtern, dann werden Sie zugeben, dieses Vorgehen ist moralisch absolut gerechtfertigt. Ja, aber gleichzeitig kriminell. Gut, aber Sie haben mir helfen wollen, als ich seine Taschen ausplündern wollte. Ein Verfahren, das genauso kriminell ist. Das war spontan. In Momenten wie diesen kann man kaum nachdenken. Nachdenken? Zu überlegen gibt es nichts, Watson. Hier hilft mir mein Verstand nicht weiter. Eben das ist der Fluch bei dieser Sache. Und wenn Sie nun gefasst werden, dann endet Ihre großartige Laufbahn in Schande und Misserfolg. Das wissen Sie. Was sind Schande und Misserfolg denn schon gegen Aufgeben? Mein lieber Watson, Sie kennen mich, glaube ich, gut genug, um zu wissen, ich würde niemals ohne Not diesen Weg beschreiten. Die Briefe müssen wieder her. Und nur so kann ich sie bekommen, Watson. Erst zuschlagen, um dann zu überlinken. Hervorragend, wundervoll. Und was denken Sie, tut dieser Milverton? Wahrscheinlich wird er Ihnen die Tür öffnen und Sie ins Haus bitten, Holmes. Milverton wird auf der Gesellschaft sein.
als Gast von Lady Eva. Also, Holmes, was Sie vorhaben, ist wirklich ungeheuerlich. Mein Selbstrespekt und auch mein guter Ruf stehen auf dem Spiel. Ich habe keine andere Wahl. Aber ich weise darauf hin. Es gefällt mir nicht. Schuhe? Ja. Masken? Schwarze Seitentaschentücher. Ich sehe, Sie haben für sowas ein natürliches Talent. Das habe ich von Ihnen gelernt. Mr. Hepworth spielt oben noch Billard. Ihretwegen habe ich eine amüsante Gesellschaft verlassen. Ich hoffe, Sie können mich dafür entschädigen. Hätten Sie nicht einen weniger dramatischen Zeitpunkt wählen können? Naja, was nicht geht, geht nicht. Ach du meine Güte, Sie. Ich bin die Frau, deren Zukunft und deren Leben Sie zerstörten. Gute Frau, Sie sind aber auch äußerst widerspenstig gewesen. Paris. Es ist schon eine Ewigkeit her. Nicht. Sie haben mich schließlich dazu getrieben, oder? Diese Affäre liegt jetzt schon 12 Jahre zurück. Freiwillig würde ich nicht mal einer Fliege etwas zu sagen. Sie warteten nur auf den Moment, wo Sie am meisten Geld herausschlagen konnten. Was hätte ich tun sollen? Ich setzte einen angemessenen Preis. Sie schickten meinem Mann dann vor kurzem diese Briefe. Ich bezahlen. Ich war es niemals wert, diesen Mann auch nur die Stiefel zu schnüren, so gut war er. Mörder, Sie brachen sein edles Herz. Sie abscheuliche Kreatur. Damals kam ich hierher. Um Gnade habe ich Sie angefleht und Sie lachten mir nur frech ins Gesicht. Genau wie Sie es jetzt machen. Doch Sie sind ein solcher Feigling, dass Ihre Lippen vor Angst vibrieren. Sie schüchtern mich nicht ein. Wenn ich einmal rufe, Sie werden kein Leben mehr zerstören, wie Sie mein Leben zerstören. Sie werden nie wieder Gelegenheit haben, andere Leute zu erpressen. Mr. Charles, um das zu schmälern. Ich muss Sie zeigen und Ihre verständliche Wut entschuldigen. Verlassen Sie bitte sofort mein Haus und dann werde ich nie wieder ein Wort darüber verlieren. Ich werde die Welt von Ihnen befreien, Sie Ungeheuer. Ins Feuer damit! Sie sind frei. Wir kommen zur Versteigerung des Besitzes des verstorbenen Charles Milverton. Artikel 1, eine Kiste mit diversen Gegenständen. Straßschmuck. Artikel 2, eine Büste Athenes, die griechische Göttin der Weisheit und der schönen Kunst. Wer bietet für diese schöne Marmorstatue? 10 Pfund? 20 Pfund? 30? Danke. 30 Pfund sind geboten. 50? 50 Pfund sind geboten. 60? 80 Pfund? 90? 90 Pfund sind geboten. Bietet jemand mehr? 100 Pfund. Bieten Sie mehr, mein Herr? Niemand bietet mehr. Der Herr dort drüben erhält den Zuschlag für 100 Pfund. Mr. Holmes! Was? Ersteigert auf einer Auktion, Mrs. Hudson. Und zwar für 100 Pfund. Warum hat er sie denn bloß zerschlagen? Ich habe gedacht, dass etwas drin sein könnte. Ich gebe zu, was das angeht, lag ich offensichtlich falsch. Danke, Mrs. Watson. Aber mich würde interessieren, warum dieser Franzose Sie haben wollte, Holmes. Aus Sentimentalität. Oder um sicher zu gehen. Thank you.
Oh, Mrs. Hudson. Dr. Watson, schauen Sie sich bloß an. Durchnässt bis auf die Haut. Ja, das muss wohl so sein. Ich habe immerhin 20 Minuten auf eine Droschke gewartet und es kam. Es wird Ihrer alten Wunde nicht gut tun, wenn Sie so durchnässt sind, Doktor. Nein. Na schon, her mit Ihrem Hut und Ihrem Mantel, dass Sie bald wieder trocken sein werden. Mrs. Hudson, ich habe ewig nichts gegessen. Ich hoffe ganz auf Sie, bitte, Mrs. Hudson. Das wird schwierig sein. Ich kann's nicht tun wegen Mr. Holmes. Er ist ungewöhnlich nervös. Ich darf erst etwas hinaufbringen, wenn er mich ruft. Und er ruft nicht. Danke, Mrs. Hudson. Was ist los mit Ihnen? Mein Verstand rebelliert gegen den Stillstand. Gib mir Probleme. Gib mir Arbeit. Gib mir das abstruseste Kryptogramm, die schwierigste Analyse und ich bin in der Stimmung, in der ich mich wohlfühle. Dann kann ich geben, was meiner Natur entspricht. Denn nichts ist schlimmer, als bloß zu existieren. Ich sehne mich nach Höhenflügen. Darum eben wählte ich meine Passion, denn sie ist kreativ. Und dann bin ich der Erste unter meinesgleichen. Holmes, auch ich halte Sie für den besten Detektiv. Und ich bin nicht des Geldes wegen Detektiv. Ich beanspruche keine Anerkennung. Die Arbeit selbst, die Freude, ein Feld zu haben für mein Talent, ist mein höchster Gewinn. Sie dachten, es geht mir schlecht? Das war eine völlig falsche Diagnose, Doktor. Ich habe nämlich eine Stimulanz. Hier. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Woche auf dem Lande. Sie war gut für den Appetit. Übrigens, Holmes, wann essen wir? Was soll das? Das heißt, bald haben wir einen Besucher. Es kam mit der Morgenpost. Sagen Sie mir doch bitte Ihre Meinung. Nun? Tja. Er ist undatiert, keine Signatur, keine Adresse. Gut, lesen Sie vor. Teurer Mr. Holmes, erwarten Sie heute Abend, 7:45, einen Gentleman? Großer Gott, das sind nur noch 5 Minuten. Weiter. Einen Gentleman, der Sie in einer sehr delikaten Frage konsultieren will. Ihre kürzlich einem Königshaus Europas bei der Klärung eines Falles geleisteten Dienste haben bewiesen, dass Sie auch den kompliziertesten Situationen gewachsen sind. Ihre Verschwiegenheit können wir, wie wir von allen Seiten hörten, vollkommen vertrauen. Gott, das ist wahrhaftig mysteriös. Was ist damit wohl gemeint? Ich habe noch keine Fakten. Es ist ein kapitaler Fehler, Theorien zu bilden ohne Fakten. Aber die Mitteilung selbst, wie denken Sie denn darüber? Hat ein Mann geschrieben. Gut. Wohlhabend wahrscheinlich, wie das Papier uns zeigt. Ungewöhnlich dick und steif. Ungewöhnlich ist das richtige Wort. Es ist kein englisches Papier, sage ich. Halten Sie es gegen das Licht. Ein E, ein G, ein P und G und ein T als Wasserzeichen. Und was kann das sein? Die Herstellerfirma. Exzellent, Watson. Kommen Sie. Konsultieren wir unser kontinentales Wörterbuch. Ihre Zigarren, ich habe nicht vergessen, dass Sie zurückkehren. Oh, Holmes. Vielleicht wünschen Sie einen Whisky? Danke, später. Erst esse ich etwas. Mhm. Die Buchstaben sind die Abkürzung für den Namen einer Papiergesellschaft, wie man in Deutschland sagt. Und danach sehen sie aus. Also, EG, Iglo, Igronitz, Egria. Die Firma ist ansässig in Bohemia. Die anderen Buchstaben bezeichnen dann den Namen der Papiersorte. Hier. Bohemia? Das Königreich Bohemia? Und ein Deutscher war es, der das geschrieben hat. Sehen Sie, Ihrer Verschwiegenheit können wir vollkommen vertrauen. Diese verstiegene Rhetorik ist einzig und allein für die Deutschen typisch. So erwarten wir also einen Deutschen aus Bohemia. Von 2 Pferden. In einer netten kleinen Kutsche hergebracht. Sie wissen Bescheid? Ja, nehmen Sie Platz. Das ist mein Freund und Kollege Dr. Watson.
der so freundlich ist, mir gelegentlich behilflich zu sein. Sehr erfreut, Sir. Und mit wem habe ich die Ehre, bitte sehr? Sie können mich ansprechen als Graf von Kram. Ich bin ein deutscher Edelmann. Ich würde es vorziehen, wir beide würden hier allein. Nein, beide oder keiner. Sie können vor diesem Gentleman alles sagen, was Sie mir zu sagen wünschen. Also gut, ich nehme Sie beim Wort, dass er ehrenvoll und diskret ist. Aber ich muss damit beginnen, dass Sie unter allen Umständen für 2 Jahre zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Ah ja? Ist diese Zeit vorbei, verliert die Sache ihre Bedeutung. Gegenwärtig könnte sie beeinflussend sein für ein Kapitel der europäischen Geschichte. Ja, ich verspreche es. Ja, ich auch. Sie werden entschuldigen, diese Maske. Ich soll unbekannt bleiben, das wünscht die erlauchte Person, in deren Dienst ich stehe. Und ich muss auch gestehen, der Titel, der vorhin von mir genannt wurde, ist nicht exakt der richtige. Ich war mir dessen sofort bewusst. Die Sache, die ich vertrete, ist sehr delikater Natur. Jede Vorsorge muss getroffen werden, um einen Skandal zu verhindern. Kompromittiert würde sonst eines der königlichen Häuser Europas. Um es gerade herauszusagen. Es betrifft das alte Geschlecht der Ormstein. Das heißt der Könige von Bohemia. Ich wusste, um ehrlich zu sein, auch das, Eure Majestät. Sie haben recht. Ja, ich bin der König. Wieso verbergen, was wahr ist? Ja, in der Tat. Eure Majestät hatten noch nicht gesprochen, als mir schon klar war, Sie sind Wilhelm Gottsreich, Sigismund von Ormstein, Großherzog von Kassel-Falstein und regierender König von Bohemia. Und übrigens auch, der beste Fechter, den Europa kennt, Sie töteten schon 4 Männer. In allen Ehren. Natürlich. Die Fakten, um es kurz zu sagen. Ah. Etwa 10 Jahre ist es her, da machte ich anlässlich eines Besuchs in Warschau die Bekanntschaft mit einer berühmten Abenteurerin, Irene Adler. Der Name sagt Ihnen nichts, Mr. Holmes? Würden Sie in unserer Kartei nachschauen, Watson? So. Ich darf folgern, Eure Majestät hatten ein Verhältnis mit ihr, schrieben kompromittierende Briefe und fürchten, die werden jetzt missbraucht. Genau so ist es. Aber woher wissen Sie denn das? Ah, Abineri, italienischer Generalstab. Ah, Edison. Ah, Adler, Irene. Geboren in New Jersey. 1858, bitte, Holmes. New Jersey, aha. Sängerin, engagiert an der Mailänder Skala, den Opernhäusern von Petersburg und Warschau, zog sich zurück von der Bühne und lebt jetzt in London. Gab es eine geheime Eheschließung? Nein. Keine offiziellen Papiere oder Bescheinigungen? Nein. Dann begreife ich nicht ganz, Eure Majestät, wenn jene Person ihre Briefe vorlegen würde zur Erpressung oder zu anderen Zwecken, wie könnte sie beweisen, dass sie echt sind? Das ist meine Handschrift. Die kann man fälschen. Mein persönliches Schreibpapier. Gestohlen. Mein eigenes Siegel. Auch gefälscht. Mein Foto. Gekauft. Wir sind beide auf der Fotografie. Ich nehme an, Sie haben versucht, die Fotografie wiederzuerlangen. Ja, wir haben es versucht. Erfolglos. Dann will sie wahrscheinlich noch mehr. Sie müssen noch mehr bieten. Sie verkauft nicht. Lassen Sie stehlen. 5-mal schon habe ich das versucht. 2-mal durchsuchten Einbrecher in meinem Sold ihr Haus. 1-mal eigneten wir uns ihr Reisegepäck an. 2-mal wurde sie unterwegs ausgeraubt. Alles brachte uns keinen Erfolg. Sie lachen. Es ist todernst. Ja, das ist wirklich in der Tat. Also, was will sie dann mit dieser Fotografie, wenn es nicht ihr Ziel ist, sie zu erpressen? Meinen Ruin. Ah. Ich habe vor, bald zu heiraten. Davon hörte ich. Prinzessin Clotilde von Sachsen-Meiningen. 2. Tochter des Königs von Skandinavia. Sie werden ein ganz brillantes Paar. Wir sind es. Denn es wäre nützlich für die Politik meiner Familie. Aber ein Skandal? Dann wäre alles vorbei. Ein Schatten des Zweifels an meiner Integrität brächte schon die Sache zu Fall.
Und Irene Adler? Droht Clotilde, das Foto zu schicken. Und sie wird es tun. Sie hat eine Seele aus Stahl. Sie ist schöner als jede andere Frau, die ich je sah. Und resoluter als jeder Mann. Nichts gibt es, nichts, was sie tun würde, nichts, um die vorgesehene Heirat zu verhindern. Eure Majestät, wieso diese Rachsucht von Irene Adler? Oh, da ist einmal die Rede von Ehe gewesen. Aha. Sie wollte nicht einsehen, dass es unmöglich war. Sind Sie sicher, dass sie die Fotografie noch nicht abgeschickt hat? Ich bin sicher. Warum? Sie könnte in diesem Moment unterwegs sein. Weil Irene gesagt hat, sie wird sie an dem Tag abschicken, an dem die Verlobung proklamiert wird. Das wäre am nächsten Montag. Ich muss London Freitag verlassen, um anwesend zu sein bei den Feierlichkeiten. Und das heißt, wir haben 3 Tage. Und das ist ein glücklicher Umstand, denn ich habe noch andere Fälle abzuschließen. Ja. Wo in London finde ich Eure Majestät? In dem Langham Hotel. Als Graf von Kram, Sie wissen. Ja, natürlich. Und was die Spesen angeht, Hier sind 300 Pfund Sterling in Gold und 700 in Noten. Oh. Und die Adresse der Dame? Gute Nacht, Eure Majestät. Wir haben bald gute Nachricht für Sie. Hums, wir können dinieren bei Romanos. Aber wir haben nur 3 Tage. Bis Freitag. Es muss geklärt sein bis Freitag. Der Komponist Tschaikowski dirigiert eigene Werke in der St. James Hall. Nein, 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 nein. Das lasse ich mir nicht entgehen. Kommen Sie. Mein guter Watson, ich wäre jetzt gern allein. Sie sind hungrig. Ja. Ich bin sicher, Mrs. Hudson bringt Ihnen gern ein Sandwich. Sandwich? Wir werden über diese Angelegenheit vor morgen Nachmittag nicht sprechen. Gute Nacht. Der nächste Morgen. Sherlock Holmes hat Maske gemacht. Er sieht aus wie ein trinksüchtiger Pferdekutscher. Besser als arbeiten, nicht wahr? Was denn? Na, zuschauen. Ich würde gern mit dir tauschen, Kumpel. Hast keine Arbeit, schätze ich. 8 Wochen. Und ich verstehe was von Gräulen. Na ja. Kannst mir helfen, wenn du Lust hast. Fällt was ab für dich. Na gut. Gib mir dafür eine Pulle. Dachte, dass es das wäre. Drüben das Pferd. Es muss gestriegelt werden. Ich verbrachte ein paar Stunden mit dem Mietkutscher und seinen Freunden. Miss Irene Adler, sie hat tatsächlich allen Männern der Gegend den Kopf verdreht. Sie ist das reizendste Stück Rock in unserem schönen Empire. So sagen es jedenfalls die Kutscher und einstimmig. Sie lebt ruhig. Sie fährt aus 5 Uhr nachmittags und kehrt zurück 7 Uhr zum Dinner. Selten fährt sie später weg, nur wenn sie mal singt. Oft kommt ein männlicher Besucher, aber stets nur er. Er kam meist einmal am Tag, manchmal auch zweimal. Sein Name ist Mr. Godfrey Norton und er ist Rechtsanwalt. Sie sehen, wie vorteilhaft es ist, Mietkutscher zu kennen. Mr. Gottfried Norton und er ist Anwalt. Das ist sehr wichtig. Kann gefährlich sein, vielleicht. Sie hatte gerade begonnen zu singen, mit der Stimme eines Engels, Watson, als eine Kette überraschender Ereignisse anfing. Zunächst näherte sich ein Mann, von dem ich annahm, es sei Mr. Godfrey Norton.
Warten Sie auf mich. Schnell die Kutsche Ihrer Herrin. Fahren Sie wieder Teufel. St. Monica Church, Edgware Road. Ich muss 12:05 dort sein. Sie haben also 20 Minuten. Eine halbe Guinea, wenn Sie es schaffen. Ein Gesicht, für das ein Mann sterben könnte? Ungewöhnliche Worte aus Ihrem Munde, Holmes. Eine Metapher und mehr nicht, Watson. Ich war gerade dabei, Ihrer Kutsche nachzulaufen und hinten aufzuspringen. Da kam eine andere Kutsche die Straße entlang. Dem Kutscher missfiel es, so einen schäbigen Kunden zu fahren. Aber ich sprang hinein, bevor er protestieren konnte, und zeigte ihm eine Handvoll Sovereigns und versprach ihm einen, wenn er in 20 Minuten an der St. Monica Church wäre. Ich weiß nicht, ob ich jemals schneller mit einer Droschke fuhr. Und doch waren sie vor uns dort. Es tut mir wirklich leid, Mr. Morton. Um Himmels Willen, es ist fast Mittag. Der letzte Zeitpunkt, den das Gesetz zulässt. Ich hätte einen von diesen verflixten Kutschern rufen können, aber ich dachte, es geht sie nichts an und schickte sie zu einem Drink. Oh mein Gott. Godfrey. Sie, kommen Sie her, Mann. Ja, ich meine Sie. In wenigen Augenblicken ist es nicht mehr legal. Kommen Sie her, Mann, kommen Sie. Halten Sie das. Und tun Sie, was gesagt wird. Sie werden belohnt. Ah, wir haben doch einen Zeugen. Die Zeremonie kann stattfinden. Ihr, meine Lieben, wir haben uns versammelt im Angesicht Gottes, um diesen Mann und diese Frau in heiliger Ehe zu vereinen. Ein ehrenhafter Zustand, vom Herrn eingerichtet in der Zeit menschlicher Unschuld. Ein Hinweis für uns auf die mystische Verbindung zwischen Christus und der Kirche. Irene. Ich erlaubte dir, mich zu überreden. Jetzt musst du mir erlauben, dich zu überreden. Wir sehen uns morgen wieder. Zum frühestmöglichen Moment. Sir, ich liebe dich. Ich möchte Ihnen danken. Sie waren in so wundersamer Weise da, als wir Sie brauchten. Ich bin froh, dass Sie es waren. Ich bin sehr froh. Ich hatte sonst nichts vor, Madame. Sie gab mir eine Sovereign. Hier ist er. Was für ein ungewöhnlicher Verlauf dieses Abenteuers. Ich werde ihn an meine Uhrkette tragen, als Erinnerung an dies Ereignis. Und was nun? Nun, während der Zeremonie glaubte ich, all meiner Pläne beraubt zu sein. Ja, wenn Sie sofort abgefahren wären, wie ich das erwartet hatte, hätte dies prompt energische Maßnahmen meinerseits erfordert, aber... Er fuhr wieder in seine Praxis und sie fuhr wieder zu sich nach Hause. Und das gibt uns Zeit zum Handeln. Aber wie? Doktor, ich benötige Ihre Courage und Ihr rasches Denken. Es ist mir ein Vergnügen. Sie sollen sich strafbar machen. Ist das Ihr Ernst? Und vielleicht in Arrest gehen. Nur für einen sehr guten Zweck. Er ist außerordentlich gut. Dann bin ich ganz und gar Ihr Mann. Danke, Watson. Wieder macht Sherlock Holmes Maske. Diesmal ist er ein alter, tatteriger Priester. Vor dem Haus stehen einige Raufbolde, die er bezahlt hat. Und auf ein Stichwort von ihm soll er einen Kinnhaken bekommen, sodass Irene Adler ihn ins Haus bittet. Denn dort ist das Corpus Delicti, das Beweisfoto, das Sherlock Holmes für den König von Böhmen in Sicherheit bringen soll. Hey du, weg du! Ich war eher da. Ich hab die Tür aufgemacht. Man, wirklich, ich war's. Weg da, ihr zwei. Oh, nein, lieben Gentlemen, ich flehe Sie an. Frieden, Madame. Ich fürchte, ich muss Sie beschützen, Madame. Ich muss Sie beschützen. Oh Mann, was tun Sie denn da? Hören Sie auf, Mann. Was tun Sie denn da? Oh, da habt ihr es. Sind oh, das ist eure Schuld. Das muss doch ja mal passieren. Die Herrschaft angetreten. Ab, Jungs, gleich wird's heiß. Er atmet noch, aber es war ein böser Schlag. Es tut mir leid, Madame. Es ist schon gut, John. Du hast dein Bestes getan. Es ist wohl nur eine Platzwunde, aber er braucht einen Arzt. Aber er darf nicht so auf der Straße liegen. Bring ihn in das Haus. Warum hat er sich eingemischt? Ich glaube nicht, dass er durchkommt. Fertig. Sie sind bei Bewusstsein. Gott sei Dank. Sie sind so ein mutiger Mann. Hierher, Willard. Nein, Sie nicht. Ich kümmere mich um meinen Freund in der Not. Sir, bitte schauen Sie her zu mir.
Nein, nein, das ist nichts für eine Dame. Ich habe starke Nerven, teurer Freund. Nein, ich kann das nicht erlauben. Nein, auch ich. Verbinden Sie mich. Wie Sie wünschen. Ich bin ja so froh, dass Ihre Wunde nicht ernster Natur ist. Sie ist nicht tief und die Schmerzen, die kann ich ertragen. Es ist eigenartig. Was, Madame? Dass so viele Leute in dieser ruhigen Straße zusammenstehen. Es ist eine Bande, Madame. Es war geplant, dass sie ausgeraubt werden. All diese Männer wegen einer kleinen Geldbörse? Nein, nein, teurer Freund, das wäre zu viel Aufwand. Mein Beruf führt mich oft unter die Armen und sogar kriminellen Menschen. Sehen Sie sich die Leute an. Sie starren herein, so unziemlich, und ich fürchte mit Begierde. Mir wird so schwindelig. Luft, vielleicht in frische Luft. Uila, schnell das Fenster. Wasser. Holen Sie Wasser, ja. Schnell. Haben Sie ein Riechsalz im Hause? Ach. Sherlock Holmes wirft heimlich eine Rauchbombe hinter das Sofa. Madame, hier riecht es nach Rauch. Was? Feuer! Feuer! Madame, Sie müssen das Haus verlassen. Ich sorge für den Gentleman. Ich kann nicht atmen. Es ist falscher Alarm. Es ist falscher Alarm da. Ein Streich. Einer von denen da draußen. Es ist falscher Alarm. Hört ihr? Wir brauchen keine Feuerwehr. Leider hatte Sherlock Holmes keinen Erfolg im Haus, das kompromittierende Foto zu finden. Sie waren besser, als ich dachte, Doktor. Sie haben das Foto schon? Nein, aber ich weiß, wo es ist. Wie fanden Sie das raus? Sie zeigte mir es, wie es gedacht war. Das Dumme ist, dass es noch in Ihrem Besitz ist. Sie verpassten Ihre Chance, Holmes. Nein. Ich gehe zu ihr hin, gleich morgen früh. Offiziell? Ja, und ich gehe als ich selbst. Und mit dem König. Der auch? Und mit Ihnen, Watson. Wir brauchen einen Menschen, der alles bezeugen kann. Ich hoffe, zur Abwechslung schlafen Sie in dieser Nacht sehr gut, Holmes. Nun, da es sich gelohnt hat, werde ich sehr gut schlafen. Gute Nacht, Mr. Sherlock Holmes. Bitte sehr. Nein, es kann nicht lieber sein. Ich will sehr hoffen, dass sie es ist. Warum? Weil das Eurer Majestät weitere Belästigungen erspart. Denn liebt sie ihren Ehemann, liebt sie nicht Eurer Majestät. Und gibt es keine Liebe zu Eurer Majestät, kann Majestät heiraten ohne jegliche Angst. Mr. Sherlock Holmes, nehme ich an. Ja, ich bin Mr. Holmes. Meine Herrin lässt ausrichten, sie mögen sie entschuldigen. Sie reiste heute früh mit ihrem Manne von London ab, um ein Schiff nach dem Kontinent zu nehmen. Sie verließ England? Um nie zurückzukehren, Sir. Alles aus. Sie finden eine kleine Schatulle für Fotos. Wir sind gerettet. Das ist es nicht. Holmes. Es ist das falsche Foto. Mein teurer Mr. Sherlock Holmes, ich gestehe, Sie waren gut. Sie haben mich vollkommen getäuscht. Sie waren mir bis zum Feueralarm gänzlich unverdächtig, aber dann, als ich merkte, dass da etwas nicht stimmte, fiel mir ein, man hatte mich vor Ihnen gewarnt, vor 2 Monaten schon. Mir wurde gesagt, wenn der König einen Detektiv engagiert, dann bestimmt Sie. Und dennoch... Sie erfuhren von mir, was Sie zu erfahren wünschten. Dabei war ich während jener üblen Angriffe auf meinen Kutscher irgendwie alarmiert durch meinen Instinkt. Und dennoch, ich konnte nicht glauben, dass ein so netter, freundlicher Priester... Aber nun ja, ich wurde ja selbst als Schauspielerin ausgebildet. Und männliche Kollegen sind mir nichts Neues. Ja, ich weiß.
die ihnen bis zur Tür folgte, nur um zu wissen, dass sie wirklich der berühmte Mr. Sherlock Holmes sind. Das war ich, und ich war unvorsichtig genug, ihnen eine gute Nacht zu wünschen. Dann beeilte ich mich, meinen jungen Ehemann zu treffen. Wir haben heimlich geheiratet für den Fall, dass wir England verlassen müssten, um dem König zu entkommen. Ihr Erscheinen in meinem Haus war das Signal zur Flucht. Sie sind ein zu gewaltiger Gegner. Ist es nicht bedauerlich, dass sie nicht von meinem Rang ist? Soweit ich diese Frau kenne, ist sie in der Tat von einem anderen Rang als Eure Majestät. Es tut mir leid, dass ich meinen Auftrag diesmal nicht erfüllt habe. Das ist nicht wahr, mein teurer Freund. Sie waren doch überaus erfolgreich. Ich weiß, dass sie ihr Wort nie gebrochen hat. Jetzt bin ich so sicher, als läge die Fotografie im Feuer. Ich bin erfreut, dass Eure Majestät es so sehen. Ich bin tief in Ihrer Schuld. Bitte sagen Sie mir, wie kann ich Sie nur belohnen? Dieser Ring? Eure Majestät haben etwas, das für mich viel wertvoller wäre. Sie brauchen es mir nur zu nennen. Das? Irenes Fotografie? Natürlich, bitte sehr. Dann habe ich die Ehre, Eurer Majestät einen guten Morgen zu wünschen. Und so wurde das Königreich Bohemia vor einem Skandal bewahrt. Und so wurden die klügsten Pläne Mr. Sherlock Holmes durchkreuzt von der Klugheit einer Frau. Er spottete oft über den Verstand von Frauen, aber in letzter Zeit nicht mehr. Und wenn er von Irene Adler spricht oder sich auf ihre Fotografie bezieht, so immer unter dem Ehrentitel »Die Frau«. In seinen Augen stellt sie alle anderen ihres Geschlechts in den Schatten. Ein böhmischer Skandal. Ein Kopfkino-Hörspiel von Hör mal zu. Hörspiel.